Willkommen zurück zu SFS und willkommen zur Update Review 1.53 Reentry Update. Es sind einige neue Sachen dabei, unter anderem eben natürlich das Feature, dass man jetzt in der Atmosphäre verglühen kann. Aber es sind auch einige andere Sachen hinzugekommen, wie kleinere Features oder eben auch neue Teile. Und ich werde durch alle Sachen durchgehen, die ich bisher entdeckt habe. Falls ihr noch andere Sachen entdeckt, dann schreibt sie mal in die Kommentare. Und los geht's! Zuerst gehen wir durch die ganzen neuen Teile durch. Und das sind sie. Das ist eine kleine Handvoll an Teilen. 12 Stück insgesamt, die nur hinzugekommen sind. Während die hier oben, diese 5, logisch sind, sind die anderen so ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Also wir haben hier oben natürlich die verschiedenen Größen an Hitzeschilden. Und zwar eben einmal in 4er Variante, in 6er Variante, 8er, 10er und 12er. Und die sind auch ganz logisch aufgebaut. Die haben eine bestimmte Hitzetoleranz. Und dann kann man damit eben durch die Atmosphäre durchfliegen. Die hier sind dann ein bisschen anders. Und zwar seht ihr, die sind hohl. Das heißt, wenn man hier ein Teil ran macht, dann ist es nicht wirklich dran. Allerdings, wenn man weiter nach unten geht, dann könnt ihr das sehen und ich drehe es mal kurz um. Ihr seht, man kann dort Teile reinpacken. Und zwar hier passen 4 Teile rein. Und hier, da passen einfach, nicht 10, es waren 8. Da passen 8 Teile rein. Und dann sieht das Ganze so aus. Oder auch nicht. Das will nicht ganz. Egal. Jedenfalls passen dort Teile rein und dann fragt man sich natürlich ein bisschen, wozu braucht man die 3? Ja, ich kann es euch nicht wirklich beantworten. Wahrscheinlich eben, wenn man hier irgendwie Teile macht, dann hält das eben nicht. Aber dann könnte man doch genauso gut das irgendwie hier an den Rand so verbinden. Aber okay, von mir aus, es sind mehr Teile, die man benutzen kann und ich will mich nicht darüber beschweren. Jedenfalls sind das die Hitzeschilde und hier haben wir weitere Teile, deren Existenz so ein bisschen fragwürdig ist. Wir haben hier so quasi erweiterte Treibstofftanks. Es sind nicht mal Verbindungsstücke, da man die nicht wirklich verbinden kann. Ihr seht, da steht eine Ecke über. Ja, das sind irgendwelche merkwürdig geformten Tanks. Jetzt kriege ich es nicht mehr zurück. Jedenfalls sehen die so aus. Das sieht aus wie so ein Tank mit eben diesen aerodynamischen Rümpfen dran. Aber die sind auch nicht dieselbe Größe. Ihr seht, der Rumpf hier ist genauso breit, aber irgendwie ist der noch einen Block höher oder 2. Und der hier eben auch. Und die anderen sind eben kleiner. Was mich so ein bisschen fragen lässt, was die eigentlich für eine Funktion haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls kann man sie super zu einem Weihnachtsbaum zusammenstecken. Das haben sie auf jeden Fall als Funktion. Ansonsten, weiß ich nicht wirklich, was man damit soll. Ich meine, man kann hier Treibstofftanks drunter packen, aber dann passen die auch nicht richtig. Ihr seht hier diese Ecke. Ich weiß nicht genau, was das soll. Wir können es ja auch mal hier probieren. Da passt es eben auch nicht. Hier passt es dann, aber dann passt es wieder dort mit der Ecke nicht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was man damit wirklich machen soll. Jedenfalls sind die eigentlich ganz nett. Ja, so viel kann ich dazu Gutes sagen. Ich weiß nicht wirklich. Man kann so machen und dann hat man eben diese Form. Sind ein bisschen unnötig, sage ich mal gleich so. Sind aber trotzdem eigentlich ganz nett. Und ihr seht, ich bin ein bisschen sprachlos. Sie sind auch nicht so hoch wie ein Treibstofftank. Sie sind ein Feld höher. Das ist natürlich komisch. Gut, das war's jetzt damit. Mit den Teilen. Bei den Features werde ich eben die Reihenfolge durchgehen, wie sie vorher in dem Video, also vor dem Update waren. Und zwar haben wir natürlich als erstes
das mit den Stufen. Und zwar markiere ich hier mal und lass los. Und dann sind die Sachen auch gleich mit drinne. Finde ich ist ein sehr tolles Feature, wenn du ganz viele Sachen auf einmal reinmachen musst und nicht jedes einzelne anklicken willst. Dann kann man die einfach markieren und ist sehr toll. Als nächstes, das war auch noch bei den Stufen dabei, und zwar der Knopf unten links. Wenn man da drauf drückt, kann man es kopieren. Und zwar auch mehrmals. Das ist auch sehr schön. Ja, könnte man benutzen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt benutzen werde. Jedenfalls ist es ganz schön. Die nächste Sache war mit dem Bildschirmwackeln und dazu starten wir einfach mal die Rakete. Und zwar war das Feature, dass eben der Bildschirm wackelt, wenn in deiner Nähe oder du selber eben crashst. Und zwar können wir das jetzt mal sehen. Ja, jetzt fallen sie und ihr seht, der Bildschirm hat auf jeden Fall gewackelt. Es war deutlich erkennbar und finde ich, ist eigentlich ganz nett. Aber ich fände es noch besser, wenn man das irgendwie ausschalten könnte. Mein Handy ist nicht so sonderlich gut, deshalb wäre es auch eigentlich ganz nett, das auszuschalten. Jetzt kommt ein sehr altes Feature und zwar das hier. Ein einfacher Streifen in der Mitte von der Nutzlastverkleidung. Und damit gibt es jetzt drei verschiedene Texturen, beziehungsweise nicht die Farbtexturen, sondern die Mustertexturen für die Nutzlastverkleidung. Ich finde, das mit dem einzelnen Streifen ist sehr, sehr schön. Ich werde es auch benutzen, ab jetzt, ab sofort. Ja, hier ist immer noch irgendwie ein grafisches Problem. Deshalb werde ich nie diese mehreren Streifen benutzen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Jedenfalls gehört das nicht zum Feature, sondern eben das hier. Das nächste Feature ist, glaube ich, so ziemlich klar. Und zwar haben wir hier den Wiedereintritt in die Atmosphäre, der, naja, alle meine Atlantis-Raketen praktisch komplett zerstört hat, die ich jetzt auch neu aufbauen muss. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ich kann es mal ein bisschen lauter machen. Ja, es gibt auch Musik dazu, also Sound. Dazu seht ihr unten links einen Temperaturbalken und zwar ist der gerade bei 500 Grad Celsius. Und zwar ist das die Temperatur vom Hitzeschild, der sich immer weiter aufheizt, während ihr durch die Atmosphäre durchfliegt. Und es sieht schon cool aus. Es sieht wirklich cool aus. Die nächste Sache kann ich auch noch gleich hinzusagen. Es gibt jetzt physischen Zeitbeschleunigungs-Dingsbums. Es heißt Physics Time Warp. Ja. Also es gibt jetzt einfach die Möglichkeit, mit zweifacher Geschwindigkeit trotzdem Sachen zu machen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Rakete habt und die sehr, sehr langsam fliegt, könnt ihr einfach auf zwei stellen und dann fliegt ihr halt doppelt so schnell. Die Zeit vergeht einfach schneller, aber die Raketen haben immer noch eine Interaktion mit der Umgebung. Wow, es sieht richtig cool aus. Es glüht richtig. Und können ja mal... Hoppla. Tot. Naja. Was ist davon noch übrig geblieben? Nicht mehr als ihr Hitzeschild. Eine weitere Sache, die indirekt hinzugefügt wurde, ist Max-Q. Das ist nämlich der maximale aerodynamische Druck, der auf eine Rakete auswirkt, wenn sie durch die Atmosphäre fliegt. Und zwar könnt ihr das hier deutlich sehen. Wir sind gerade am Fliegen nach oben und die Rakete heizt sich auf. Das liegt daran, dass wir eben ein zu hohes TWR haben und das heizt sich so auf nach etwa 5 Kilometern und sollte sich nach etwa 20 Kilometern wieder abkühlen. Jedenfalls haben wir hier gerade keinen Treibstoff mehr, deshalb
ist das jetzt so geworden. Ja, das ist ein neues indirektes Feature. Die nächste Sache ist eine ziemlich zerstörerische Sache. Ich habe dir euch schon ein bisschen indirekt gezeigt gerade eben. Jedenfalls, wenn ihr mit der Rakete durch die Atmosphäre fliegt, ohne Hitzeschild, dann wird es gefährlich. Und zwar sehr schnell. Ihr seht, da ist nichts übrig geblieben. Es ist alles weg. Und solltet ihr doch den Wiedereintritt überleben, dann habt ihr hier diese ziemlich coolen Brandspuren, die ihr hier an der Kapsel und am Hitzeschild sehen könnt. Und ja, man kann die abmachen, falls ich es noch nicht erzählt habe. Jedenfalls finde ich, dass das ein sehr, sehr tolles Update ist. Auch wenn es jetzt eine Menge Probleme macht, sagen wir es so. Da mein Kanal natürlich Geburtstag hat und ich eine Menge Videos aufnehmen muss und mit dem neuen Update gehen meine Raketen nicht. Deshalb muss ich jetzt ein paar andere Sachen machen. Meine Pläne sind komplett kaputt, deshalb mache ich ein paar andere Sachen. Ja, falls ihr Ideen habt, dann schreibt sie mal in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.